Die Düsseldorfer zurzeit auf dem vorletzten Platz. Und vor 3,5 Jahren, da verlor die Fortuna gegen den VfB mit 0:7. Das wollten sie natürlich heute wettmachen. Alexander Ristić musste auf die gesperrten Wojtowicz und Kimmel verzichten. Beim VfB, da kriselt es ja so ein wenig um Trainer Ari Hahn, unser Reporter Andreas Diek. Großes Zuschauerinteresse beim Spiel der Fortuna gegen den VfB Stuttgart. Allerdings nur beim Match der Bundesliga Allstars aus den 70er Jahren. Dieses Spiel in der kleinen Kampfbahn gewann übrigens Fortuna mit 4:2 Toren. Zum richtigen großen Spiel hielt sich der Zuschauerstrom stark in Grenzen. Gerade 13.500 waren gekommen. Der Grund? Nach 6 Spieltagen die Fortuna noch ohne doppelten Punktgewinn. Der Gast aus Stuttgart mit ausgeglichener Bilanz versprach auch keine spannende Unterhaltung. Gleich zu Beginn der Hinweis an alle, die nicht kamen. Sie müssen es schwer bereuen. Wir sind in der Anfangsphase des Spiels. Fortuna in den weißen Trikots von links nach rechts. Schalupka, Kaiser. Schütz angelt sich den Ball, läuft einen Schwabenslalom. 1:0 nach 12 Spielminuten. 22 Jahre ist der Junge, sein 2. Treffer für die Fortuna. Klasse gemacht von Michael Schütz. Auch insgesamt die Fortuna mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung. Es gab keinen Schwachpunkt heute Nachmittag. Foul von Schmäler an Fuchs. Freistoßentfernung gut 20 Meter. Radar und Lose stehen bereit. Das 2:0 in der 45. Minute durch Peter Rada, die mehr als verdiente Halbzeitführung für die Düsseldorfer, die in allen Belangen klar überlegen waren. Ebenso berechtigt das lange Gesicht von Ari Hahn beim Kabinengang. Um die 60. Minute hatte der VfB seine beste Phase. Fortuna-Trainer Ristić erlebte das so mit. Exakt um 16.48 Uhr dann die Erlösung durch Michael Schütz, das 3:0 für die Fortuna. Und weil es ein so schöner Treffer war, hier das Ganze aus der Zuschauer- und Trainerperspektive nochmal. Eine tolle Einzelleistung vom zweifachen Torschützen Michael Schütz erkrönt seinen heutigen Gala-Auftritt. Der Hunger der bisher sieglosen Düsseldorfer war damit aber keineswegs gestillt. Rada 4:0 in der 65. Minute. Die schöne Vorarbeit von Uwe Fuchs. Rada wartet, Schmäler fällt, der Ball im Tor. Was dachte sich wohl Ari Hahn in diesem Moment? Hier die Auflösung. Was ich eigentlich so meine Mannschaft dann zu sagen habe, dass will ich lieber ein bisschen für mich behalten und dann ein bisschen drüber schlafen, weil sonst sagt man vielleicht zu viel. Mehr als 6 Stunden der VfB jetzt ohne Auswärtstor und dann diese Gemeinheit von Bernd Klotz. Es fällt zwar ein Tor für die Schwaben, gemacht hat es allerdings ein Düsseldorfer. Das sehenswerte 1:4 von Bernd Klotz. Zum Genießen. Dann war es aber endlich doch noch soweit. 2 Minuten vor dem Ende eine Allgöwer-Walter-Kombination zum 2:4. Die lange Durststrecke ohne eigenes Auswärtstor zu Ende. Es blieb beim hochverdienten 4:2 für Fortuna.